Elias ist 5, ein aufgeweckter Junge. Seine Lieblingsmusik und die Geschichten lassen ihn den Alltag vergessen. Doch der Schein trügt. Elias ist eines von rund 22 Millionen Kindern in Europa, die an einer seltenen Krankheit leiden. Elias wurde mit einem schweren Herz-Lungen-Fehler geboren. Mutter Marika ist rund um die Uhr mit ihrem kranken Sohn beschäftigt. Elias leidet an plastischer Bronchitis. Als einer von wenigen Betroffenen hat er die Geburt überlebt und 2 komplexe Herzoperationen danach. Da schlafst du. Schau, da die Narbe, das ist das, was man da bei dir noch sieht. Also das Schlimmste finde ich, wenn man irgendwie mit so einem kranken Kind mal heimkommt. Und man ist daheim und nachher ist man auf sich allein gestellt. Also man weiss gar nicht, was gibt's überhaupt für Organisationen, wo bekommt man Hilfe über. Gibt es eben so IV, wenn etwas nicht bewilligt ist, wo kann ich hingehen? Rund 7'000 Krankheiten werden als selten eingestuft. Die Krankheitsbilder sind höchst unterschiedlich. Weil jeweils nur wenige betroffen sind, lohnt sich die aufwendige Erforschung neuer Medikamente für die Pharmafirmen kaum. Elias Krankheit bedeutet ein stetes Auf und Ab, ein zermürbender Alltag. Ich finde einfach, es gibt wie zu wenig Betreuung oder ja, ein Zentrum, wo man Informationen holen kann. Man muss alles selber recherchieren. Ich habe manchmal das Gefühl, jeder will irgendwie reinreden, aber gleich will niemand ganz in die Hand nehmen und nachher das für uns machen. Fürs Familienleben bleibt kaum Zeit. Die wenigen gemeinsamen Momente sind rar, der Haushalt kommt oft zu kurz. Für Frank Großmann ist klar, hier ist Hilfe nötig. Informationen zur Verfügung stellen, Integration fördern und Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Das sind die Handlungsfelder, mit denen die Stiftung betroffene Familien unterstützen möchte. Unsere Stiftung setzt sich ein für die Vernetzung des Wissens über die seltenen Krankheiten, damit wir das besser nutzen können. Aber natürlich ein großes Augenmerk setzen wir auch auf die Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Familien, damit sie morgen schon besser mit dieser schwierigen alltäglichen Situation leben können. Und ein großes Augenmerk ist natürlich bei uns auch die Forschung für neue, innovative und bezahlbare Therapien. Wenn Elias' Familie die Last dieser seltenen Krankheit nicht alleine tragen muss, wenn sie Hilfe und Unterstützung von außen bekommt, dann bleibt auch für Elias viel mehr Zeit, damit er und seine Familie unter schwierigen Bedingungen glücklich sein können.